Ja, Freunde, wir sind ja zurück hier beim Spengler Cup bei NHL 20. Im Jahre noch 2019 ist ein bisschen seltsam das Ganze, aber ja, passt schon mit Nummerierung und so. Wir sind im zweiten Spiel, Team Kanada gegen HC Okolare Trinic. Ich spreche es garantiert falsch aus, tut mir leid. Und wir spielen mal wieder. Wir entscheiden uns diesmal für Team Kanada im Heimtrikot gegen Trinic im Gasttrikot. Also aufpassen, weil beide haben natürlich rot und weißes Hauptfarben. Bevor ich ganz kurz das Spiel starte. Ich mache es aber doch so, dass ich irgendwie ist mir ganz gut gefallen, dass ich jetzt irgendwie sage, okay. Wir haben im ersten Drittel, hören in die Kommentatoren, werde ich auch noch ein bisschen leiser sein und so, nur ab und zu ein bisschen was sagen oder fluchen oder was auch immer. Und ansonsten mal die sprechen lassen und ja, mal gucken, was irgendwie besser passt. Hm? Weil meinerseits ist natürlich, soll ich mich auch darauf konzentrieren, wie ich spiele. Andererseits ist ja auch ein Let's Play, das heißt, sollte ja auch kommentieren. Aber die auch viel quatschen und vermutlich auch besser quatschen als ich. Also warum denn nicht, oder? So. Ja, und jetzt ein Part. Vom Resultat her eigentlich so, wie es vermutlich auch sein wird oder war. Jetzt mal vergangenheitsmäßig gesprochen, aber meine Leistung war dann doch ein bisschen zu wenig. Back here on EA Sports, James Cebulski along with Ray Ferraro, who's down on ice level. This should be a fun one here this evening. It's the time of the year where we oftentimes think of the World Juniors, but the Spengler Cup has just as much rich tradition, doesn't it? An invitational-only tournament started in 1923 in beautiful Davos, Switzerland. Players, teams, coaches, they love coming to this tournament. Kann ich nur bestätigen. It's a clean sheet of ice and we are about to get underway. Puck is dropped in this opening game of the Spengler Cup and we are underway. Mann, stehen sie wieder gegenseitig auf den Füßen. Oh. Ja, scheiße. Ich hab's gerade gesehen, dass sie einen Foul angezeigt haben. Fuck. Dann kurz einen Torhüter rausnehmen sollen. Team Canada's man advantage unit will take to the ice for the first time tonight. This has been a pretty tightly played game, but now they've earned the game's first power play. So they've got an opportunity to get the first strike on the board. Start with an offensive zone face-off and a chance to get out in front. Moves it up. To his teammate. And that's blocked away. Knocked away. Grabs the puck here inside the offensive end. Gets it out of his own end. Moves the puck. Okay. BX is swooping in on the attack. There's the whistle from the linesman calling an offside. Und ich habe mir schon gefragt, wieso er so seltsam da stand. Ja, wegen Abseits. Puck has dropped and we are back underway. Canada's got it along the wall. And they'll be forced to regroup as the puck escapes the offensive end. Oh, great. Danke. Play to use the wall handling the pass. Still anyone's game as the power play comes up empty-handed. Too passive, not aggressive enough. The puck gets moved around the outside of the penalty killers. Really doesn't become a dangerous power play. And that one's picked off in the neutral zone. Gets the puck back onto a stick. Nö, behalt dich. Centering pass. Chase right in front. Was? Nein! Really good stop. After he made the first one, he's got to find the puck and he's in position again. Ja, die drei müssen. Verdammte Kacke. Mann, das läuft überhaupt nicht so, wie es sollte. And momentum on their side as they win the draw here in the offensive zone. Pinned up along the boards. And it's kicked away. Im Training lief das irgendwie mit dem Abprallton besser. Sag mal, wieso? Wo fährt denn der schon wieder raus? Sharp reaction save.
throws it on goal. Ooh. Stopped by the goalie who got his glove out to knock it away. Puck grabbed by Pouliot. Und drei. Nein! Deflected away. Nice defensive use of the stick there. The Steelers move the puck in the defensive zone. Sends a pass over. Okay, jetzt mache ich es anders. Irgendwie machen die Verteidiger, sobald ich auf sie switche, nicht mehr das, was sie sollen. Nein. Ja. War noch einiges nicht so, wie es sein sollte. Aua. So. Here's a shot. Again the denial by the goaltender. The shooter's right in the guts of the ice, but the goalie squares up, spreads out and makes the save. Nein! Mann! Alter! Letztes Jahr am NHL 19 klappt das immer so gut. Bei den Gegnern durch die Beine hindurch. Ich hab's gar nicht mehr. Und wo fährt der jetzt wieder hin? Canada's got the puck inside the defensive zone. Das ist echt wieder besser. Jetzt bremst er einfach. Here's the pass! And that one's broken up by a great defensive play. In the first period. Point to point pass. Looking to make something happen along the boards. The Steelers look to start the transition game. All alone! Great stop by the goaltender. Positioning and quickness. That's the day. Oh, Monday. Was? Snoop Dogg? And business picking up in the broadcast booth too when the legendary Snoop Dogg joins us here on EA Sports. Das hat sie vollgebracht. One of the biggest icons in hip-hop will join us coming up in period number two. The D-O-double-G. Snoop Dogg joins us in moments. Ja, mir fehlt noch ein bisschen das Feeling, was er letztes Jahr hat. Wobei, im NHL 19 Let's Play, wir haben ganz kurz aufhören zu quatschen. Da war es ja auch so, dass er eigentlich erst im Finale dann richtig, ja, das heißt gut, auch besser wurde. Ne? Dann haben wir irgendwie auch auf Hof sogar All-Star gespielt und so, also. Und trotzdem gewonnen, also insofern. Ja, kommt schon wieder. Crystal clear, can you hear what I'm saying, baby? Loud and clear, sir. What a pleasure. Man, pleasure's all mine. You're the man who gave us Hockey 101. Where'd that originate from? Say, man, you know, teaching and, you know, just trying to educate while at the same time I was learning, so it was a fun thing to do. Hopefully we can do more of it. You always been a teacher? Man, I love teaching, man. That's what I do best. He is an educator, people. Hello. Quick feed to Gordon. Awa! Just looking to break out of their own end. Carries it in. From against the wall into the open ice. On the attack along the boards. And the officials are calling a delayed penalty here. Looks like a trip. Ja, klar. Looks like tripping the call. Sometimes Bein stehlen. And the power play unit takes to the ice their first chance to try to make something happen in this game. And if you're one of these power play guys, James, you can't wait now. It's your first opportunity of the night. You get out on the power play, you want to make a difference. Snoop, tell me this. When did you start getting into hockey? Man, I used to listen to a man named Chick Hearns. He used to do games back in the 80s. He was the basketball guy too, right? Yeah, man, but he did the hockey too, and he was dope. And I used to watch the game and see all the players and fell in love with him. Man, hockey's a fun sport to watch. Was he as entertaining from a hockey standpoint as well? More entertaining. Very entertaining. Offside is the call that will have a face-off just outside the offensive zone. On the receiving end of this huge hit. Die Kommentatoren und Snoop Dogg machen einen guten Job. Bin total abgelenkt. Wer den noch irgendwie zuhören will. Scheiße. Have you ever actually been on skates? Yeah, man, on one of my TV shows, I went to a duck game, man, and they put me on ice, man. I almost broke my legs, man. That's the one and only time? That's it. That's all. No more, no less. And you won't want to try it again? Never, 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 never again.
I know you're a busy man, but thanks for doing this. Do you want to hang out and watch the rest of the period with us? If you don't mind, I don't mind. I would love it. Well, let's do it, dear. I'm fanboying out here. Let's kick it. Let's go, Jay. All right. Centering pass in front. Nine. No worries. Save. Split. Good defense. The Dogfather's loving that one. Man, the split. Good defense. Lickety split. Hello. Dupre's got the puck in his own zone. Takes it across the blue line. Centered out in front. And that skips away on a nice defensive deflection. Na, ich hatte gar nicht den Titel Spieler, Mann. He's in the clear. Stones him on the breakaway. Takes the feed. Takes the pass. Here's a shot. Stopped by the blocker. Okay, zweites Drittel ist, zweites Drittel ist doch ein bisschen besser bis anhin. And as the puck is dropped, they win the draw here inside the defensive zone. In front and a stoppage on the play as the goaltender covers things up. Zumindest gewinne ich mehr Zweikämpfe. Und das ist ja schön. Man, den spielt einfach mal besser, Michael. Nice start winning the draw here inside the offensive zone. Tape to tape feed on the blue line. Right up front, and he whiffs on it. And the goaltender grabs that one for a whistle to try to slow things down here. Mann, der muss doch mal reinkullern. Da gibt's einfach nichts. Die stehen aber auch wie eine Eins vorm Tor. Ja, versuch's mal sowas, dann klappt's auch nicht wirklich. Nee, schon klar, sowas darf eigentlich rein. Das wäre blamabel gewesen, Torhüter. Good read by the winger as the two setters tie up. Let's it go! Just slide to the net. Moves it around along the half wall. What a stop! Here's a chance behind the net. Nein! Dann noch gegnerischer Stock im Weg! So. Nein, nein. Ja. Nein! Mann, ich hab nicht mit. Scheiße, ich hab nicht damit gerechnet, dass der zu ihm kommt. Good defense. Jo, hat er den Spruch schon gebracht. Carries it across the line. Fires one. Big time stop there. Well, that's the end of his shift. Man, James, he took a huge hit. Slowly getting himself to the bench where he can get tended so to by the trainer. Nein! Nein, genau in dem Moment. Taken by McDonald. And that goes off a player in front. The Steelers have the puck now. In the second period. Moves the puck along the half wall. Unleashes a cannon. Oh, jetzt geht aber auch sauer. Moves it over to Gordon. Shot on net, just wide. They say it's a game. Shit. James, if that puck is a couple of inches to the side, it's the post and goes in. Hope you guys enjoyed my conversation with Snoop Dogg just as much as I sure did. Third period. That's not my day, friends. That's not my day. Yeah, that's their idea, that if an English team is on play, like Team Canada, that I speak in English. No, that's not a good idea. That's a very, very bad idea. So we change back to German, huh? But with the commentary from the... from the guys, from the commentary guys. And, of course, Snoop Dogg. So, wieder zurück zum Deutschen. Ja. And they are ready to drop the puck on period number three. English is not so easy. Doch eigentlich wäre es schon. Still looking for the game. Ja, first goal is quatschen würde. Underway here in this third period. They've got numbers. Sends the pass over. Takes the feed. And that one's broken up by so a great defensive play. Over the line they come. Here's a shot and he comes up with it. Fuck. Ah, ich hatte auf den Abpraller gehofft. Ich dachte mir so, komm, jetzt mach es halt anders, geht direkt auf den Abpraller. Nee, trotzdem nix. So, gucken wir mal auf die Folgenlänge, knapp 15 Minuten. Ja, wenn wir mal auf 20 Minuten
rum sind, wa? Krass, obwohl ein Dritten nur 3 Minuten dauert. Eigentlich. Ja, Praller, glaub nämlich nicht so, wie ich gerne hätte. Nope, da bin ich ein bisschen schneller. Ja. Wieso spielst du denn so weit nach vorne? Ja, das musst du rein. Zuckt er erstmal um. Haben wir gerade im Real Life. Könnte der Spielstand wirklich 0-0 sein? Theoretisch so, schon, weil Trinig ist nicht so schlecht und kann aber auch immer ein bisschen ins Turnier reinstarten. Beziehungsweise, ja, sind ja halt. In der Regel ist Team Canada komplett zusammengewürfelt aus diversen Kanadiern aus der ganzen Schweiz. Und das passiert, wenn ich mich konzentriere und aufs Kommentiere konzentriere, statt aufs Spielen. War aber ein schöner Schuss. Ja, hätten als Torhüter, er hatte freie Sicht, er hätte ihn auch haben können. Aber klar, der andere natürlich war ein Powerschuss, in dem er. Hä? Wieso geht nicht auf den Puck los? Alter, Spieler einfach so. Der ist in einem Tor. Nee, ich fahr dran vorbei. Jetzt reißt man langsam mit den Toren. Looking to make something happen in the offensive zone. Team Canada's got control of it now from their own end. Delpy's got it into offensive territory. Slides it across. Nein! Da gibt's nicht, der scheiß Pfosten. Ich krieg die Megakrise. Nein, jetzt ist er zu hoch. Alter! Just misses the net, but really the scoring chance is not dangerous. If you can't get the puck at the goaltender. Und das war ein Foul. Play blown dead, penalty coming up here. Tripping the call on the play. I don't necessarily think he here, James, but he gets the stick into his feet. Ja, wie gesagt, ist jetzt nicht so, dass man irgendwie sagen muss, das ist ja total unrealistisch, Michael, was du hier spielst, das kann da hinten liegt. Nee, wie gesagt, im ersten Spiel, das könnte durchaus sein. You can change the momentum of this game. Oh, scheiße. Mann, bin ich nervös. Moment, Konzentration. Wieso kommt keiner vom Team Canada nach hinten? Da war ein einziger Verteidiger. Ja, sorry, aber was ist mit der Spielsteuerung los? Ich kann nicht alle gleichzeitig steuern, das geht nicht, Freunde. Okay, komm. Ja. Da vor allem, ne? Und der andere läuft einfach dran vor. Der habe ich gespielt, wollte eigentlich auf den Links. Das ist sowieso so ein Problem. Da, dann habe ich gespielt. Moment mal, habe ich nicht gerade irgendwie einen Stock in die Fresse gekriegt? Hat der mir gerade seinen Schläger in die Fresse geschlagen? Not conservatively. I'm just not a believer in it. I think you have to play up. Sag mal. Okay, jetzt passt gar nichts mehr. In particular, as the game's gone more and more towards skill. Winnick's carrying it ahead. From the slot. Nein, ich schieße mir den Handschuh. He's not going to face many more high danger chances than that. But he snares that. Kann man doch ihn in den Mod installiert? Michael kann keine Tore mehr schießen. Alter. Ich hab gerade das gleiche, was Schriftsteller beim Schreiben haben. Eine Art Blockade einfach. Jetzt habe ich schon eine Schreibblockade, aber gerade eine Schussblockade. Eine Trefferblockade. Schießen geht ja. So kommt jetzt aber keine Wahl mehr. Was? Handles the puck with authority. 1 minute
inside of the final minute here in the third. Nice poke check. Okay, Marke, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Nach vorne, nach vorne, nach vorne. Vorne, nach vorne, nach vorne. Er spielt in die Mitte, wo ich nach oben rechts gezielt habe. Hä? Wie macht das Sinn? Macht gar keinen Sinn. Ja, ich mache mir gerade auch Sorgen. Scheiße. Das kommt noch, wenn man einfach letzte Minuten irgendwie ein neues Spiel aufnehmen will. Vor allem ein Sportspiel. Ja, das war natürlich kein Foul. Moves the puck. Canada's gained possession along the boards. Puck exits the zone. Ouch. Oh meine Güte, okay, ein 2:0 gegen Team Kanada, auch wenn es das erste Spiel ist, ist eher unwahrscheinlich. Ich würde mich am liebsten in die Ecke verkriechen. Ich überlege sogar... Ah, nicht überlegen. Nee, nee. Ich habe gerade echt überlegt, ob das Turnier nochmal neu starten soll, weil es ein bisschen blamabel ist. Ja gut, das war... War das ein Torhüterfehler, weil der Pöck unten schon durchgelassen hat? War das 1:0 ein Torhüterfehler, weil der... aus der Entfernung, obwohl er freie Schusssicht hatte, den durchgelassen hat. Kann man so oder so sehen, Freunde. Oh Mann! Spiel beenden. Ja, Spiel beenden. Ist gut, ich habe verloren. Freunde, ich sage vielen Dank fürs Zusehen. Nächster Part wird, glaube ich, HC Amri Piotr gegen HC Davos sein. Bin mir ziemlich sicher eigentlich. Da ist einfach was? Moment. Ah, doch nicht ganz. Ah, okay. Nee, ein Spiel. Ah, gegen TPS Turco, ja. Und, hä? Wieso spielt denn Davos gegen Kanada? Ah, nee, die sind ja in einer anderen Gruppe. Ah, ich Idiot. Ja. Okay, das heißt also Spiel 3 am Nachmittag ist es dann am 27. Dezember. Amri Piotr gegen TPS Turku. Also da auf Schweizerdeutsch kommentieren. Nicht das, aber irgendwie, keine Ahnung, wie ich das momentan so spiele und so. Ach du Scheiße. Egal, Freunde, wieder mal danke fürs Zusehen. Wir sehen uns im nächsten Part wieder zurück bei Energy 20 Spengler Cup Modus. Hoffentlich bin ich dann ein bisschen besser drauf. Bye bye.